Liebe Genossinnen und Genossen, herzlich willkommen zu unserem Campaign Camp. Das ist hier das Trainingslager der SPD für die Bundestagswahl und es geht darum, 113 Tage vor der Wahl ein klares Zeichen zu setzen, die Bundestagswahl geht jetzt los für uns. Wir wollen heute uns mit internationalen Experten austauschen über Wahlkämpfe in den USA, in Großbritannien. Wir werden mit Saskia, mit Norbert, unseren Parteivorsitzenden, diskutieren. Olaf Scholz wird eine Rede halten, in der er uns auch auf den Wahlkampf einschwört. Und viele andere aus der Sozialdemokratie werden dabei sein. 113 Tage vor der Bundestagswahl. Anfang August werden die ersten Menschen bei der Briefwahl ihre Stimme abgeben. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Corona hat Politik verändert, Corona hat uns in den letzten 14 Monaten geprägt und Corona hat uns in der Politik wahnsinnig vieles abverlangt und wir mussten vieles verändern. Aber ich sage euch, auch aus diesem Grund ist es schön, dass es jetzt endlich wieder losgeht. Ich war die Woche bei mir im Wahlkreis in der Lüneburger Heide und ich habe wieder angefangen mit Hausbesuchen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht und ich habe wahnsinnig tolle Zoom-Konferenzen und WebEx-Konferenzen gemacht. Es hat Spaß gemacht zu erleben, wie die SPD sich digital neu erfindet, wie viele kreative Formate entstanden sind und ich will das auch gar nicht mehr vermissen. Aber trotzdem habe ich permanent diesen Austausch, das persönliche Gespräch, das Aufeinandertreffen mit Menschen, das habe ich vermisst und das geht jetzt endlich wieder los und ich habe diese Woche an den Haustüren erlebt, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt dafür ist. Die Menschen haben sich gefreut, die Menschen haben viel mitzuteilen, die Menschen haben viel erlebt in den letzten 14 Monaten. Und es geht darum, dass wir jetzt unterwegs sind und die Gespräche führen und nachfragen, was für die Menschen in diesem Land wichtig ist und gleichzeitig auch erklären, was wir verändern wollen. Carsten Schneider, der heute zum Spitzenkandidaten der SPD in Thüringen gewählt wurde mit 91%, und auch Thomas Hitschler, der in Rheinland-Pfalz seit Wochen schon unterwegs ist, heute in Rheinland-Pfalz zum Spitzenkandidaten gewählt wurde. Carsten Schneider hat letztes Mal im Wahlkampf 50.000 Haustüren mit seinem Team aufgesucht und Thomas Hitschler ist genauso unterwegs. Und beide, finde ich, sollten für die ganze Partei ein Vorbild sein. Ich wünsche mir und ich möchte, dass wir in jedem Wahlkreis an 10.000 Haustüren unterwegs sind. Die Bundestagskandidatinnen und Kandidaten mit ihren Teams, seid dort unterwegs. Ich möchte, dass ihr rennt, ich möchte, dass ihr kämpft und ich möchte, dass im ganzen Land gezeigt wird, die Sozialdemokratie will gewinnen und heute ist der Startpunkt dafür. Und ich kann euch sagen, aus den Haustürbesuchen und den Hausbesuchen, die ich gemacht habe in Soltau, es lohnt sich auch. Es hat mir noch mal verdeutlicht, welche Probleme gerade da sind. Ich mache seit 13 Jahren die Hausbesuche und man hört dann ja immer, ach, ist wieder Wahlkampf. Ja, und in diesem Jahr musste ich sagen, ja, im September wird gewählt bei der Bundestagswahl. Und viele Menschen haben das noch gar nicht registriert, weil sie gerade damit beschäftigt sind, wann sie den Impftermin bekommen, weil sie sich gerade mit der Frage auseinandersetzen, ob Sommerurlaub möglich ist, weil sie sich fragen, wie es mit den Kindern im Homeschooling oder in der Schule weitergeht. Und dann sagt man den Menschen, im September ist Bundestagswahl und Angela Merkel hört auf. Nach 72 Jahren gibt es zum ersten Mal einen Wahlkampf, wo es keine Amtsinhaberin oder keinen Amtsinhaber gibt. Und auch das ist für die Menschen neu. Und dann redet man und sagt, Laschet tritt an und Baerbock und Olaf Scholz. Und an der Reaktion der Menschen sieht man, wir haben einen überzeugenden Kanzlerkandidaten. Es gibt Sympathien für die Grünen, aber ob die das können, das traut man denen nicht zu. Laschet, da verdrehen die Leute die Augen, aber Olaf Scholz ist jemand, den sie kennen, dem Sie vertrauen und den Sie am Ende im Kanzleramt sehen wollen, da bin ich fest von überzeugt. Also, liebe Genossinnen und Genossen, der Wahlkampf geht los und es geht um euch, es kommt auf euch an und wir alle müssen jetzt unterwegs sein. Wir sind 400.000, wir sind die stärkste der Parteien. Das ist ein enormes Potenzial und das wird mir in diesen Tagen immer wieder bewusst, wenn ich gucke, wie auch Kommunikation sich verändert. Die Gesellschaft hat sich wahnsinnig polarisiert in den letzten Jahren. Corona hat das nochmal verstärkt. Und wenn es früher die Tagesschau und die FAZ war, wo die Menschen ihre Informationen rausgezogen haben, dann gibt es heute noch andere Kommunikation, die mindestens genauso wichtig ist. Es geht heute um die Gespräche in der Nachbarschaft, es geht um die Kommunikation am Gartenzaun, es geht um die WhatsApp-Gruppe aus dem Sportverein, um die Facebook-Gruppe der Gemeinde oder um die Telegram-Gruppe. Und ich sage euch, genau da müssen wir sein, im persönlichen Gespräch, im 1:1 und überlegt euch mal, was es bedeuten würde, wenn unsere 400.000 Mitglieder, wenn jedes unserer Mitglieder sich vornimmt, in den nächsten 113 Tagen nur 25 Menschen zu überzeugen, jeweils, dass die SPD die richtige Partei ist. Das wären 10 Millionen Menschen. Und da seht ihr, welche Kraft wir in der SPD haben durch unsere 400.000 Mitglieder. Also lasst uns das nutzen und aktiviert eure Mitglieder vor Ort, bindet sie ein. Das ist verdammt wichtig in diesem Wahlkampf.
Und wenn wir rennen und wenn wir kämpfen, dann geht es immer auch um die Frage, warum? Warum wollen wir die Menschen überzeugen? Was sind eigentlich die Motive, die wir haben? Und ich will euch drei nennen, von denen ich fest überzeugt bin, dass es die richtigen sind. Das erste, das seid ihr. 299 Bundestagskandidatinnen und Bundestagskandidaten, die jetzt aufgestellt sind in den Wahlkreisen. Das Team ist komplett seit letzter Woche. Und ich habe mit vielen telefonieren können in den letzten Wochen und habe gefragt, wie es aussieht in der Wahlkampfvorbereitung. Und ich bin wahnsinnig stolz darauf, dass ich eine so motivierte, so engagierte Truppe kennenlernen durfte in den letzten Monaten. 109 übrigens unter 40 Jahren, 34 unter 30, also eine wahnsinnig junge Truppe. Und da geht es nicht um alt gegen jung, aber es geht um das Versprechen, das wir als SPD gegeben haben, dass wir jünger, bunter und weiblicher werden wollen. Und das haben wir eingehalten. Wir haben mehr Frauen, wir haben mehr Menschen mit Migrationshintergrund und wir haben wahnsinnig viele junge Kandidatinnen und Kandidaten. Und das ist etwas, worauf wir stolz sein können, liebe Genossinnen und Genossen. Aber ihr zu Hause könnt am besten von euch überzeugen, warum man für euch rennen sollte. Aber ich sage euch auch, dieser Wahlkreissieg, und ich durfte das selbst erleben, wenn man einen konservativen Wahlkreis direkt gewinnt, das fühlt sich gut an. Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort, das ist das größte Geschenk, was du in der Politik haben kannst. Und ich wünsche mir, dass ihr alle antretet, dass ihr alle Gas gebt vor Ort und dass ihr alle den Wahlkreis gewinnen wollt und genauso in den nächsten Wochen auftretet. Und der zweite Grund, warum wir rennen und warum wir überzeugen wollen, ist die Zukunft dieses Landes. Nach dieser Pandemie muss wahnsinnig viel passieren. Ja, das waren herausfordernde Monate, aber es werden auch herausfordernde Jahre, die vor uns sind, innen- und außenpolitisch. Es ist jetzt an der Zeit, liebe Genossinnen und Genossen, dass Pflegekräfte endlich gut bezahlt werden. Es ist an der Zeit, dass im Bildungssystem endlich was passiert und es ist an der Zeit, dass das Gesundheitssystem umgestellt wird von Profit auf Gemeinwohlorientierung. Und das können doch nur wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten. Aber da müssen wir lauter werden, da müssen wir deutlicher werden, da müssen wir zeigen, jetzt ist die Zeit für große Veränderungen. Und das betrifft auch die Transformation, die vor uns liegt. Das wird eine riesige Transformation, ein riesiger gesellschaftlicher Umbruch, wenn es um Digitalisierung und Klimaneutralität geht. Die Konservativen verpennen das und die Grünen machen den Menschen Angst. Und wir sind die Partei, die Brücken baut, die zusammenbringt, die den Menschen ganz klar sagt, fürchtet euch nicht, wir bringen euch durch diesen Wandel durch. Das können nur wir, liebe Genossinnen und Genossen. Und deswegen haben wir ein zweites gutes Argument, die Zukunft und der Zusammenhalt in diesem Land, weswegen wir am 26. September gewählt werden sollten. Und das dritte Argument ist Olaf Scholz. Wir haben den Kanzlerkandidaten, der zeigt, dass er es kann. Der derjenige ist, der in Hamburg schon gezeigt hat, dass er eine Idee hat, wie man ein Land gut regiert. Olaf Scholz hat vom sozialen Wohnungsbau geredet und vor allem gehandelt, als andere das Problem noch nicht mehr gesehen haben. Olaf Scholz hat Hamburg zu einer wirtschaftlich starken Metropole gemacht. Er hat die Kultur gestärkt, er hat für den sozialen Zusammenhalt im Land gesorgt und er hat als Vizekanzler diesen erfolgreichen Weg weitergeführt und mit Angela Merkel das Land in den letzten Monaten durch eine schwierige Pandemie durchgebracht. Wir haben die Argumente und deswegen sage ich euch, der Kampf fängt jetzt an. Diese Wahl wird anders, sie ist durch Corona geprägt. Wir alle haben digitale Formate erlebt, die Spaß machen und das nochmal wollen wir auch nicht missen. Aber es geht jetzt auch um Haustürwahlkampf, es geht um Infostände, es geht um Flyer verteilen, es geht darum, auf der Straße aktiv zu sein und die Menschen abzuholen. Dieser Wahlkampf ist auch anders, weil es keine Amtsinhaberin gibt, das habe ich gerade schon gesagt. Und ja, wir haben aufzuholen. Aber schaut auf die letzten Landtagswahlen, die für uns erfolgreich waren. Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz. Da haben wir in den letzten 4 Monaten immer zwischen 6 und 11% aufgeholt. Also eine Wahnsinnssumme, die wir an Prozentpunkten dazugewonnen haben. Und gerade deswegen weiß ich doch, dass wir kämpfen können. Und das ist jetzt die Parole für die nächsten Monate. Und lasst uns vergleichen mit den anderen Parteien. Lasst uns doch mal schauen, wen die auf den Platz gestellt haben. Was da bei den anderen los ist. Und ich frage mich schon, was ist eigentlich aus dieser stolzen Volkspartei CDU geworden? 12 Abgeordnete, die in Aserbaidschan-Affären, die in Maskenskandale, die in solche Dinge gerade verwickelt sind. Und wenn ich beim Thema Masken bin, dann will ich das heute hier auch ansprechen. Ich bin immer noch geschockt über die Recherchen des Spiegels. Ich bin immer noch geschockt darüber, dass das Gesundheitsministerium versucht hat, Masken, die nutzlos sind, an Bedürftige verteilen zu wollen, an Menschen mit Behinderung, an Obdachlose. Liebe Genossinnen und Genossen, ich sage euch, da ist eine Grenze überschritten bei dem, was Jens Spahn jetzt zu verantworten hat. Und das muss umgehend aufgeklärt werden. Aber es muss dann auch klar sein, wenn das stimmt, was dort in den Zeitungen steht,
dann muss es Konsequenzen im Gesundheitsministerium geben. Wir sind von Jens Spahn einiges gewohnt aus den letzten Monaten. Wir sind gewohnt, dass er das Impfchaos zu verantworten hat, dass er beim Testen nichts auf die Reihe kriegt. Aber hier ist eine Grenze überschritten. Das ist unmenschlich, was dort passiert ist. Und das kann nicht ohne Konsequenz bleiben. Und wir sehen bei der Union auch, dass sie nach rechts offen ist. Herr Maaßen ist Bundestagskandidat geworden. Ein Kandidat, von dem der Verfassungsschutzpräsident aus Thüringen sagt, Herr Maaßen arbeitet mit antisemitischen Codes. Wir sehen, dass die Werteunion, die Teil der Union ist, und da kann Herr Laschet noch so viel rumlavieren, wie er will. Wir sehen, dass die Werteunion wirbt, mit der AfD zu kooperieren. Und wir wissen alle nicht, was jetzt in Sachsen-Anhalt an diesem Wochenende bei der Wahl passiert, weil wir Herrn Haseloff glauben, dass er gegen die AfD ist. Aber weil wir schon sehen, dass in der zweiten und dritten Reihe sich Menschen aufmachen in der Union, die mit der AfD kooperieren wollen. Liebe Genossinnen und Genossen, man darf der Union nicht mehr glauben, wenn es um die Abgrenzung gegen die AfD geht. Und wir erleben dort auch einen Parteivorsitzenden mit Herrn Laschet, der zu schwach ist, diese Debatte in den eigenen Reihen zu führen und sich durchzusetzen. Und wir gucken auf die Grünen. Wir haben viel gemeinsam mit den Grünen. Es gibt Sympathien und ich glaube, das geht uns allen so, dass wir uns gerne auch an die rot-grüne Zeit zurückerinnern. Und die Grünen haben sich gut inszeniert, aber der Pannenstart war schneller da, als man das erwartet hat. Und Annalena Baerbock muss jetzt konkret werden. Beim Thema Benzin sind sie das in dieser Woche geworden. 16 Cent mehr für den Pendler und für den Autofahrer. Eine enorme Verteuerung für diejenigen, die Mieten und Heizkosten haben. Und ja, wir wollen auch den CO2-Preis, liebe Genossinnen und Genossen. Das stimmt, wir haben den sogar eingeführt und der CO2-Preis ist richtig. Aber diese dogmatische, ideologische Fixierung auf den CO2-Preis und dieses deutlich machen, dass man den doch endmal auf 60 Euro erhöhen kann, das ist unsoziale Politik, weil es keine Alternativen gibt, weil die Menschen mal nicht in den nächsten 24 Monaten den ÖPNV ausgebaut bekommen, weil sie nicht das Elektroauto haben, weil sie nicht die neue Heizung haben. Und deswegen haben wir immer gesagt, CO2-Preis ja, aber moderat steigern und Alternativen schaffen. Und das ist etwas, was die Grünen und was die Union völlig außer Acht lassen. Und wir sehen bei den Grünen auch, dass es eine Differenz zwischen Anspruch und Wirklichkeit gibt. Die reden hier in Berlin vom Kampf gegen rechts, aber da in Hessen, wo sie konkret werden können, in der Veröffentlichung der NSU-Akten, da schaffen sie das nicht, da haben sie keine Kraft, sich durchzusetzen und Annalena Baerbock laviert rum. Und wir sehen das auch im Bereich der erneuerbaren Energien, da geben sie uns hier auf Bundesebene kluge Ratschläge. Aber in Brandenburg werden 70 Windräder gebaut unter Herrn Woidke, unter Dietmar Woidke und in Baden-Württemberg 12. Das ist die traurige Bilanz eines grünen Ministerpräsidenten und zeigt, dass der Anspruch nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und ich will auch Robert Habeck nennen. Ich habe mich im letzten Sommer lustig gemacht über Robert Habeck, als er sich unter die Pferde gelegt hat und diese Fotos gemacht hat. Als er jetzt in der Ukraine war und drüber laviert hat, ob man nicht aufrüsten sollte, habe ich mir gewünscht, dass er wieder mehr Pferdefotos macht und sich nicht um Außenpolitik kümmert. Aber das ist das, woran wir die Grünen messen werden, liebe Genossinnen und Genossen. Und der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit, der ist sehr deutlich geworden bei dieser Partei. Also Union auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen und dazwischen stehen wir. Eine Partei, die sich akribisch auf diese Wahl vorbereitet hat. Wir haben den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz früh benannt. Wir haben einen Plan, wir haben unser Zukunftsprogramm verabschiedet, ein kurzes, prägnantes, optimistisches Programm, mit dem wir das Land verändern wollen und wo wir viele Dinge aufgeschrieben haben, die uns wichtig sind. Da geht es um die Frage von sozialem Wohnungsbau. 400.000 Wohnungen, die wir pro Jahr schaffen wollen, 100.000 im Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Da geht es um höhere Löhne. Wir wollen den Mindestlohn anheben, aber auch die Löhne generell. Da geht es um stabile Renten. Da geht es darum, dass wir mit der Kindergrundsicherung eine der größten Reformen im Bereich der Familien- und Kinderpolitik schaffen wollen. Und es geht um Klima und die Verbindung zur industriellen Zukunft und zu neuen Arbeitsplätzen. Das sind unsere 5 Schwerpunkte. Und wir haben eine Wahnsinnsgeschlossenheit in der SPD. Und das ist auch etwas, was wir über lange Jahre nicht hatten und wo ich Saskia und Norbert und Olaf und Rolf und all den anderen sehr dankbar bin, dass wir genau damit jetzt in den Wahlkampf ziehen können. Und ich verrate euch was, mich ärgert auch wahnsinnig, wenn ich sehe, wo wir in den Umfragen sind. Und ich will, dass wir besser werden. Und mich ärgert auch, wenn ich erlebe, dass man hier die Grünen in Berlin angreift und sich sofort Journalisten um sie rumstellen und die Grünen verteidigen. Und mich ärgert auch, wenn ich erlebe, dass es strategische Absprachen zwischen den Grünen und der Union gibt, die Sozialdemokratie am besten zu verheimlichen.
Aber liebe Genossinnen und Genossen, wir haben doch schon häufig Situationen gehabt in unserer Geschichte, wo Menschen uns kleinkriegen wollten. Und die Antwort war doch nie, dass wir uns klein gemacht haben. Die Antwort war doch nie, dass wir uns weggeduckt haben. Die Antwort der Sozialdemokratie war immer Kampf. Und darum geht es jetzt die nächsten Monate, dass wir kämpfen, dass wir jeden Tag zeigen, wir wollen diese Wahl gewinnen. Wir alle, 400.000, die jetzt kämpfen, 299 Bundestagskandidaten, Olaf Scholz an der Spitze. Es geht darum, an 10.000 Haustüren pro Wahlkreis zu sein. Es geht darum, 25 Menschen von 400.000 Mitgliedern jeweils überzeugen zu lassen. Und es geht darum, Olaf Scholz zum Kanzler zu machen. Und das Ganze werden wir tun mit einem klaren Plan, mit Zuversicht, mit Optimismus und mit Kampf, liebe Genossinnen und Genossen. Darum wird es gehen. Heute ist der Startpunkt dafür. Ich freue mich, dass ihr alle beim Campaign Camp dabei seid. Und ich will euch jetzt noch ein, zwei organisatorische Hinweise geben, damit ihr wisst, wie das jetzt in den nächsten Minuten weitergeht. Ich bin jetzt hier fertig mit der Begrüßung. Und wir werden jetzt gleich uns treffen in den einzelnen Panels. Die sind kurz, die sind knapp, aber dort wird es viele Informationen für euch geben. Geht bitte auf die Seite campaigncamp.spd.de. Ich vermute aber, da sind die, die jetzt zugucken, eh schon drauf. Da werdet ihr in die Panels geleitet. Ich wünsche euch ganz viel Spaß am heutigen Tag. Lernt viel, verbreitet viel und kämpft für die Sozialdemokratie. Ich sage euch, es lohnt sich. Herzlichen Dank.